Okay, Entschuldigung. So, kommen wir zu dem Thema hier nochmal. Also wir können ja das hier zum Beispiel schon mal aufmachen. So. Dann können wir das hier aufmachen. Ja. Dann können wir an den diesen Konduktor ran. Dann könnten wir die Tür und die Tür mit dem Laserkontaktor aufmachen. Und dann holen wir uns diesen Laserkontaktor, der leider nicht an diese Tür rankommt. Leider. Aber er kommt da ran. Was bringt mir das? Gar nichts. Wir könnten jetzt so ein Dreieck machen. Ich muss ja mir die Türen aufhalten. Anders geht's ja nicht. Aber ich brauche ja mindestens zwei Laser da hinten. Ich frage mich, kann der Laser das aktivieren? War eigentlich schon. Der müsste da eigentlich rankommen. Und er müsste auch an die Tür rankommen. Ohne Probleme, weil wenn ich mich hier hinstelle, wenn ich mich jetzt einfach hier da vorstelle, der kommt da locker ran. Okay, folgendes. Ich hole jetzt den Laserkontaktor raus. Ich hole diesen Laserkontaktor raus. Weil wir können das nämlich auch durch das Fenster markieren. Und hole diesen Laserkontaktor raus. Dann setze ich das hier dran. Setze das hier dran. Platziere einen Laserkontaktor hier hin. Markiere eine Tür schon mal auf. Und dann nehme ich diesen Laserkontaktor. Dann markiere ich das. Das. Dann markiere ich das hier. Und ich markiere das. Das ist alles, was ich markiere. Platziere den Laser hier hin. Nehme den Laser. Und tue den mit den verbinden. So dass er hochfliegt. Und schon, voila, haben wir haufenweise Türen offen. Jetzt kann ich nämlich. Die Tür hat er ja nicht aufgekriegt. Ich muss irgendwie noch die Tür aufhalten. Das ist so mein Problem. Die Tür da hinten ist zum Beispiel auch schon offen. Die Frage ist, hätte der Laserkontaktor noch was machen können? Hätten wir uns nicht auch einfach mit den Würfeln so hochglitschen können? Warte, das will ich jetzt ganz, ganz kurz wissen. Geht das wirklich? Moment. Komm mal runter. Das wäre jetzt dumm, wenn das funktionieren würde. Ja, nee. Schade. Aber wir können das ja hier drauf platzieren. Zur Runde gestoßen. Mal gucken, vielleicht kann ich mich drauf balancieren. Ne, wäre ja zu einfach. Die Frage ist ja, kann ich noch irgendwas markieren? Das Problem ist ja nur, der muss ja da stehen. Ich muss nämlich irgendwie die Tür noch aufkriegen. Aus. Hier ist ja auch noch ein Fenster. Wenn wir die Tür aufkriegen, oder wenn die Tür auf ist, ist da ja noch eine Tür. Okay. Ich habe das Gefühl, ich übersehe hier noch etwas. Also wir machen das jetzt. Ups. Ich kann mit denen das hier aufmachen. Mit denen hier
kann ich die Tür und die Tür aufmachen. Eigentlich brauche ich, brauche den zweiten Würfel eigentlich unbedingt. Aber ich kann mit den hier nicht das aufmachen. Oder? Doch, kann ich. Oh, na, sieh einer an. Dann kriege ich meinen Jammer, dann kann ich mir meinen zweiten Würfel holen. Na, sieh einer an. Und ich habe noch einen Jammer. Ja, wunderbar. Man sollte auch alles probieren, ne? Jetzt macht das Puzzle natürlich schon viel mehr Sinn. Weil da können wir die Tür nämlich einfach aufjammen, die uns im Weg steht. Wunderbar. Jetzt muss ich aber natürlich das ganze Zeug mitschleppen, das ist natürlich auch wieder belastend. Immer so schwierig hier. Vor allem ist das jetzt auch nicht gerade wenig. Dip, 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 dip. So, dann haben wir das. Aus der Tür raus. So, da haben wir das. Okay. Dann nehmen wir das mit. Hup. Dann nehmen wir das mit. So. Okay. Platzieren das hier hin. Dann platzieren wir das dahin. Dann können wir den hier schon mal dahin platzieren. Dann nehmen wir das mit. Das markieren, das markieren. Dann können wir das markieren und dann können wir das markieren. Dann stellen wir das hier drauf. Nehmen den zweiten. Markieren das und das. Können dann. Wir können auch die Tür aufmachen. Dann können wir nämlich den Jammer mitnehmen. Und dann einfach die letzte Tür jammen oder so. Weil die Tür ist ja auch schon offen. Und der hat ja sowieso alles im Blick. Von daher. So, da hinten ist ja noch eine. Da ist noch eine Tür. Okay, wir haben. Eigentlich. Wir haben sogar noch zwei Türen vor uns. Dann machen wir folgendes: Wir machen jetzt die Tür auf. Nehmen den Jammer. Jammen die Tür. Und nehmen das mit. Dann können wir nämlich. Das und das verknüpfen. Nehmen den Jammer und machen uns die Tür zum Stück auf. Wunderbar. Überhaupt nicht kompliziert oder so. So, auf zum letzten Rätsel von Hub 3. Entschuldigung, bitte, was? Ah ja, natürlich ist da ein Loch. Natürlich ist da ein Loch in der Brücke. Dankeschön. Danke, Spiel. Ist das irgendwie so ein Trollgebiet? Weil ich glaube, die Brücke, die hatte vorher kein Loch drin. Sehr nett. Okay. Kleine Treppe, große Treppe, kleine Treppe. Oh, ich sehe schon, wir haben hier einiges an, ja, einiges hier zu tun. Haufenweise Würfel haben wir auch hier. Okay. Ich habe vor uns gesehen, wir haben die Lotto. Den können wir uns nehmen. Und dann können wir schon mal den Würfel hier rausholen. Wunderbar. Da haben wir nämlich auch noch einen Ventilator. So. Hier geht's nach oben.
Dann können wir nämlich den Ventilator mal nehmen. Dann können wir mal da oben gucken, was da ist. Der mich nicht so weit schleudert. Perfekt. Dafür brauche ich einen Würfel, einen weiteren Würfel. Okay, der macht das da drüben an. Okay. Drüben brauchen wir einen roten Laser. Da müssen wir erstmal die hier aufmachen. Da oben ist auch ein Laser dran. Okay. Da brauchen wir erstmal einen zweiten Dings. Ich glaube, unseren zweiten Würfel ist hier. Ja. Wir haben unseren zweiten Würfel bekommen. Dann können wir das hier reinpacken. Setzen das hier ab. Holen unseren zweiten Würfel. Stellen sie drauf. Setzen ihn ab. Den hier hoch. Dann. Markieren wir das Ziel. Jetzt natürlich unlucky. Die Frage ist, reicht das, wenn ich das so mache? Mal schauen. Ach, es hätte ja gepasst, ne? Hätte ja auch gepasst. Vor allem ist hier hinten der blaue Laser. Okay. Ja, rein theoretisch muss ich ihn einfach da hochstellen. Dann geht das eigentlich schon. Nehmen wir das runter, nehmen wir das mit. Das können wir ganz kurz aktivieren. Dann gehen wir hier hoch. Aktivieren das. Gehen nochmal hier hoch. Reicht das? Wenn ich nicht gerade runterfalle, ja. Reicht nicht. Komme ich nicht noch an dem Würfel daran? Sieht's? Ah, warte. Ja, an den komme ich ran. Müsste ich eigentlich. Wenn ich den Laserkonduktor hier hinstelle. Mal ganz kurz hochgehe. Müsste ich rein theoretisch an diesem Würfel daran kommen. Schauen wir mal. Es kann nur sein, dass ich noch einen brauche. Jetzt komme ich natürlich nicht hoch. Das ist jetzt ärgerlich. Wo ist denn eigentlich der andere? Gab es nicht noch einen? Auf jeden Fall brauchen wir schon mal einen roten Laser da hinten. Ist hier irgendwas drin? Außer der blaue Laser? Nein. Ist im blauen Lasertor noch was drin? Aha. Im blauen Lasertor ist natürlich noch was drin. Ja, sieh einer an. Da ist unser dritter Würfel. Jetzt kommen wir da rein. So viele Würfel. Sollen wir den da hinstellen? Dann haben wir jetzt den hier. Stellen den hier drauf. Und jetzt den da. Stellen den davor. Hüpfen darauf. Hüpfen darauf. Hüpfen hier rauf. Nehmen einen Würfel mit. Hüpfen darauf. Und hüpfen darauf. 4 Würfel. Okay. Wir haben jetzt 4 Würfel hier. Die wir jetzt alle wieder rauslegen dürfen. Ein ziemliches Hin und Her. Hab C ist sehr viel hin und her. Falls man das noch nicht mitbekommen hat. So. Dann können wir jetzt eigentlich
Wir haben den Ventilator da noch dran. Können wir das hier verbinden wieder? Dann stellen wir das hier drauf. Und jetzt kommt, jetzt passiert die Magie. Jetzt nehmen wir natürlich wieder den Würfel. Und sehen so, ah, shit, das reicht noch nicht ganz. Scheiße. Das Ziel ist immer noch ein bisschen weit entfernt. Ah, shit, das reicht immer noch nicht. Aber wir sind nah dran. Und natürlich packen wir da jetzt noch den dritten Würfel unten drin. Zack. Und das reicht immer noch nicht. Wow, amazing. Das ist jetzt erstaunlich. Dann machen wir folgendes, weil wir haben eh vier Würfel und wir haben hier noch einen zweiten Ventilator. Platzieren wir einfach den Ventilator hier hin und platzieren den vierten Würfel jetzt einfach drunter. Und das reicht immer noch nicht. Ja. Manchmal ja, manchmal nee, manchmal ja, manchmal nee, manchmal ja. Jetzt hat er's. So, damit haben wir unseren letzten Würfel. Runter damit. So. Kommen wir zum Schlusslicht. Wir markieren das. Achso, warte, man sollte das auch hin platzieren. So. Wir markieren das mit dem. Man sollte auch einen Würfel platzieren. Wir markieren das mit dem. Stellen das hier hin. So, jetzt beginnt der Spaß. Jetzt brauchen wir nämlich unseren zweiten Ventilator. Den wir hier hin platzieren. Quatsch. Dahin platzieren. Okay, ich glaube, ich kann auch den Würfel nehmen. Kann ich den Würfel nehmen? Nein, ich muss einen Würfel nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal den. So. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Würfel 1. Würfel 2. Und Würfel 3. Und das reicht. Bam. Das hat jetzt 30 Minuten gedauert. Wunderbar. Sehr schön. Und damit haben wir wieder alles. Ab 3 ist damit auch abgeschlossen. Geben wir die 4. Und 4 hat 2 Sterne. Okay. Ritterlich. PC hat was mit mir. Haustiere. Okay, das könnt ihr wieder das Video anhalten und das lesen. Das ist ja für YouTube hier wieder alles. Könnt ihr auch wieder encoden. Könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben und so. Okay, hier gibt es 2 Sterne. Einmal hier bei den oberen und einmal bei den unteren. Ich muss ehrlich sagen, an das erinnere ich mich gar nicht weiter mehr. Waffenkammer. Ich sehe auch, warum das Waffenkammer heißt. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wo der Stern hier war. Also die Ebene kommt mir bekannt vor. Kerker. Oh, ich glaube, hier war ein Stern. Oh, der Stern war komplett. Der Stern war mystisch. Oh nee, ich erinnere mich wieder dran. Ich glaube, dafür muss ich auch das Puzzle erst abschließen. Der Stern war mystisch. Interessantes Ding, okay. Was haben wir hier? Thronsaal. Ah, an Thronsaal erinnere ich mich noch. Thronsaal hat auch einen Stern, ja. An Thronsaal erinnere ich mich noch. Da ist er. Da ist der Gute. Okay, Kerker und Thronsaal waren die mit Sternen. Da würde ich sagen, fangen wir auch gleich damit an. Ja, haben wir die nämlich weg. Ich glaube, wir hatten irgendwo einen Laserkontaktor. Hier. Ist das eigentlich so? Connector. Warum sagt Kontaktor? Ach, ist eigentlich schon egal. Okay, da hinten ist schon mal ein rotes Dings. Wir können auch beide Türen aufmachen. Ist jetzt eigentlich aber nicht so die Hürde.
So. Man sollte es auch. Man sollte es auch richtig hinstellen. So. Ich sehe gerade, ich muss eigentlich auch. Ich setze das, das Ding nicht auf. Ach, das braucht einen blauen Laser. Oh. Ich komme von hier daran. Was musst du mir jetzt auf? Du musst mir wahrscheinlich den Würfeldings auf, ne? Oh, sehr schön. Warum steht denn da noch einer? Okay, hier haben wir den Würfeldings. Würfeldings da, Wumster.